Ein Einbrecher soll in einem Villenviertel im Kölner Westen sein Unwesen treiben. Peter Rothmeier und Marc Westerhofen wissen nicht, ob der Täter noch vor Ort ist. Ja, dann. Okay. Marc, Licht brennt, ne? Alles klar. Das ist eine Tür, aber die ist geschlossen, so wie es aussieht. Haust du zu? Die ist zu, aber da geht noch ein Gang weiter da hinten an der Treppengeländer, da geht in den Garten rein. Lass mal gerade mal gucken. Ich gehe mal zur Tür hin. Ja. Kannst du mal den Garten sichern? Hier ist safe nur Mülltonnen. Okay. Mal rein. Gieß auf, guck, da liegt die Kette zwischen. Ah, alles klar. Gieß auf. Siehst du das hier? Frische Einbruchsspuren. Am Holz da auch, im Holzrahmen. Ja. Okay. Hast du? Ja, fertig. Geht's gut? Hier ist abgeschlossen. Pass auf, zwei Räume, geradeaus, rechts irgendwie langer Flur. Hinten in dem hinteren Raum ist noch ein weiterer Raum. Hier sind überall Schränke offen. Ja. Okay. Komm rein. Da ist offensichtlich alle durchholt, guck. Hier ist zu. So ein langer Flur. Nach hinten geht's zum Garten. Okay. Sicher, hier im Wohnzimmer. Marc, ja? Hier liegt jemand. Ich komm rein. Ich komm hier vorne. Hier bin ich, hier bin ich. Hier liegt jemand. Steck die Waffe weg. Junge Frau, junge Frau, kommen Sie langsam zu sich, die Polizei ist da. Können Sie aufstehen? Was machen Sie denn hier? Was machen wir hier? Wir sind gerufen worden. Hier soll ein Einbruch stattgefunden haben. Der Täter soll vielleicht noch vor Ort sein. Wer sind Sie denn? Ich habe Sie auf jeden Fall nicht gerufen. Hier ist doch kein Einbruch. Was denn für ein Einbruch? Ja, Sie haben uns nicht gerufen. Männliche Stimme soll es gewesen sein. Sie sind verletzt am Kopf. Wer hat Ihnen die Verletzung zugefügt? Ich hab hier Haushalt geputzt und bin irgendwie hingefallen. Das passiert mir öfter. Stellen Sie mal bitte auf, komm. Bin ein bisschen tollpatschig. Also, ich mache hier gerade den Stuhl mal hin. Sie setzen sich mal gerade hier hin. Ist das Ihre Tasche? Ja. So, wer sind Sie denn? Ich bin Luisa Maas. Ich wohne hier. Sie wohnen hier? Ja. Dann können Sie mir doch mal bitte erklären, warum hier alles durchwühlt ist, warum die Schubladen aufstehen. Das sieht doch alles nach einem Einbruch aus. Das können Sie mir doch nicht erzählen. Nee, hier war kein Einbruch. Ich habe eine Party gefeiert und wollte aufräumen, wie gesagt. Und dann bin ich hingefallen. Aber warum fallen Sie denn hier hin? Hier ist überhaupt keine Stolperfalle, nichts. Ja, das passiert mir öfter. Ich bin tollpatschig. Sie haben doch bestimmt einen Ausweis, ne? Ja. Wo ist der denn? In meiner Tasche. Hier in der Tasche drin? Ich mach das schon. Ich guck da gerade nach. Wo ist das? In der Seite, in dem kleinen Fach da. Ja, habe ich was gefunden. Frau Maas, ne? Mhm. Luisa Maas. Mhm. Sind wir gerade mal checken. Das ist eine ganz andere Straße hier. Wo sind wir denn hier? Welche Straße? Schillstraße 5. Ja, das stimmt. Hier, wie gesagt. Aber Sie haben eine andere Adresse bei Ihnen. Stimmt, Hans-Katzer-Straße 56. Ja, das ist noch alt. Haben Sie sich nicht umgemeldet? Ja, habe ich vergessen. Und wie lange wohnen Sie schon hier? Drei Wochen. Drei Wochen? Mhm. Hm. Ja, gut. Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Schmuckschatulle, oder? Auf jeden Fall leer. Ja. Ja, die Schmuckschatulle, da wusste sie gar nicht, was da drinnen ist. Überall waren die Schubladen auf. Also irgendwas stimmt ja nicht. Also wir haben ja immer mehr das Gefühl gehabt, dass sie uns hier einen Bären aufbindet. Und wir mussten unseren Einbrecher weitersuchen. Zur gleichen Zeit auf der Wache. Boah, heute ist aber wirklich was los. Hallo. Ne? Guten Tag. Schönen guten Tag. Wie können wir Ihnen helfen? Ich muss meinen Mann vermisst melden. Okay. Wie lange ist er schon weg? Seit heute Morgen. Seit heute Morgen? Ja, aber Sie wissen, dass wir erst nach 48 Stunden... Ich weiß, aber er leidet an Amnesie, seitdem er einen schweren Autounfall hatte. Und daher ist mir das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das irgendwie heute jetzt versuchen zu klären. Ja, pass auf. Ich mach das, ne? Alles klar. Kommen Sie einmal mit rum. Ja.
Der Kollege hat das ja gerade eben schon mal angerissen. Genau. Normalerweise Vermisstenfälle müssen wir gerade bei Erwachsenen eigentlich noch ein bisschen abwarten. Jetzt sagen Sie, er leidet unter einer Amnesie. Genau, genau. Also er hatte vor anderthalb Jahren einen schweren Autounfall und seitdem lebt er quasi jeden, also immer den Tag, an dem der Unfall passiert ist, nochmal. Das heißt, er kann, ich muss ihn jeden Morgen an alles erinnern, wo er ist, was er macht und ja, an mich kann er sich zum Glück erinnern, aber ohne mich ist er halt aufgeschmissen. Hört sich für mich so ein bisschen an wie so ein Murmeltiertag, ne? Ja. Also der Tag, den ich immer wieder und wieder erlebe. Genau, genau. Und das heißt, er wacht, also ich kenne das natürlich nur aus dem Film, ne? Das heißt, er wacht am nächsten Tag auf, alles, was gestern war, ist vergessen. Sie müssen ihm komplett jeden Tag erzählen. Ja. Ich muss ihm jeden Tag auch Klamotten rauslegen und ich muss auch jeden Tag vor ihm aufstehen, ja, ne, damit ich genau seinen Tagesablauf regeln kann. Und ja, heute Nacht war es halt so, ich hatte so doll Kopfschmerzen und habe verschlafen und habe auch mega schlecht geschlafen und dadurch habe ich irgendwie den Wecker nicht gehört und als ich dann wach geworden bin, war er schon weg. Oh, das heißt, er verlässt jetzt das Haus und ist eigentlich völlig orientierungslos. Genau, genau. Und entweder ich kümmere mich um ihn oder meine Schwiegermutter, aber die war heute nicht da. Und ja, daher, ich weiß es nicht. Nimmt er ein Mobiltelefon mit sich mit, also dass man ihn irgendwie anrufen oder erreichen kann? Ja. Aber konnten Sie nicht, oder was? Ich habe schon versucht, aber er geht nicht ran, nee, oder? Und Sie können mir vielleicht auch Örtlichkeiten sagen, ja, wo er sonst hingeht, ja? Ja, also ich habe ihm ja die Klamotten schon rausgelegt und die waren heute Morgen weg. Ah. Also er sollte auf jeden Fall eine Jeans anhaben, ja, ein rosafarbenes Hemd, einen braunen Ledergürtel, dazu passt eine braune Lederschuhe und eine khakifarbene Jacke. Das ist er. Das ist er. Okay, gut. Ja. Geben Sie mir kurz eine Minute, danke. Ja? Janus, pass auf, ich brauche ganz dringend eine Fahndung. Ja. Die Dame vermisst jetzt ihren Mann, hast du ja gerade schon mitbekommen, der leidet unter einer Amnesie, der erlebt jeden Tag nochmal. Pass mal auf, das ist das Foto. Ah ja. Na, das kannst du an die... ja, schick ich weiter. Ja, schick das einfach mal weiter an alle Kräfte, die irgendwie draußen sind. Und das ist hier Jeans, rosafarbenes Hemd, brauner Ledergürtel, braune Lederschuhe, eine Khaki-Jacke. Ja, das ist das, was er trägt. So. Gebe ich raus. Wenn du irgendwas hörst, sag mir bitte sofort Bescheid, ja? Mach ich. Okay. Bis gleich. Jetzt kommen Sie doch mal aus. Ich glaube Ihnen das nicht. Das kann doch nicht sein. Ja. Mein Gott, ja. Ich bin hier eigentlich nur Housekeeperin. Okay. Und Renate und Klaus, also Frau und Herr Müller, die sind in Urlaub. Die wohnen nämlich ja, hier. Ja, die wohnen hier. Alles klar. Ich wollte einfach nur ein bisschen Urlaub machen. Können Sie das nicht verstehen? Die dürfen das nicht erfahren. Das wäre eine Katastrophe. Dann habe ich keinen Job mehr. Während Mark Westerhofen der Housekeeperin dringend rät, endlich mit der ganzen Wahrheit rauszurücken, findet Peter Rothmeier einen Rucksack. Ein Ausweis gibt Aufschluss über seinen Besitzer. Joachim Pohlinger. Kennen Sie den Joachim Pohlinger? Der Name sagt mir nichts, nee. Sagt Ihnen nichts? Nee. Ja, hier war halt so ein Kerl. Gucken Sie mich an. Hier war ein Kerl, der hatte, keine Ahnung, so eine Sturmhaube oder sowas auf und war dunkel gekleidet, war was größer als ich, so wie Sie. Mehr habe ich nicht gesehen, dann habe ich eine draufgekriegt und... Ach, auf einmal ist das wirklich... Da wollten Sie jetzt alles uns vorenthalten, weil Sie Angst haben, dass dann die Eigentümer, Familie Müller, hier irgendwas spitz kriegt? Ja, natürlich, ich verliere ja dann meinen Job. Das kann ich doch nicht riskieren. Sie verstecken sich jetzt erstmal hier. Wir müssen gleich erstmal gucken, wo die anderen Leute ja noch sind, falls sie noch welche sind. 115-32. Ja, kann kommen. Ja, machst du mal eine Person, ADV? Ja, Flüssling. Der Nachname ist Pohlinger, Paula Otto Heinrich, Ludwig Ian Nordpol, Gustav Emil Richards. Der Joachim ist geboren 01/09/1982. Frau Bass, Sie bleiben so lange hier, wir gucken uns weiter um. Grüße sind verfleckt, ne? Ja. Also wir haben eine Küche, ein riesiger Küchenherd, und da sind Sachen auf dem Boden, zerbrochene Vase oder sowas. Also kurz. Und dann sind noch Räume. Scheiße. Ja, komm. Hört mal die abgefragte Person, den Joachim Pohlinger. Auf der Waffe sitzt gerade eine J.
Julia Pohlinger und hat ihren Mann Joachim als vermisst gemeldet. Situation ist folgende. Der Herr Pohlinger ist nach einem Verkehrsunfall vor anderthalb Jahren, leidet er unter Amnesie und ist der Frau Pohlinger wohl heute Morgen abhanden gekommen. Kann ja sein, dass das eine und dieselbe Person ist. Sie hat ihn auch beschrieben. Er ist ungefähr 1,80 groß, blonde Haare, trägt ein rosafarbenes, langärmliches Hemd, eine blaue Jeans, braunen Ledergürtel, braune Schuhe und eine khakifarbene Jacke. Ja, das haben wir so verstanden. Also die Person haben wir jetzt nicht vor Ort, nur den Ausweis. Wir schauen weiter. Alles klar, ich will. Guck mal hier. Also das sind ganz klar Schuhgröße, also mindestens mal 43, 44. Ja, das ist ein Klopper, das stimmt. Und ich glaube, die Mars Herzog Riesenlatschen hat die nicht. Nee. Aber guck mal, was ich noch entdeckt habe. Siehst du das hier? Blut. Hier habe ich Blut gefunden. Das haben wir vielleicht noch. Wer weiß, wo die niedergeschlagen wurde. Hier, guck mal, da vorne an der Tür, da ist noch mehr Blut. Scheiße, Mann. Also hier ist noch jemand. Hier muss jemand sein. Der muss aber draußen sein. Und zwar geht es um Folgendes. Marc und Peter sind gerade im Einbruch am Ermitteln in der Schillstraße 5. Dort wurde eine Jacke gefunden mit dem Ausweis von Joachim Pohlinger, unserem Vermissten. Zusätzlich ist noch eine Frau niedergeschlagen worden und die Kollegen vermuten, dass der Joachim Pohlinger wohl damit in Verbindung steht. Aber von ihm ist noch keine Spur? Von ihm ist keine Spur. Aber gut, vielleicht hält er sich ja dann da noch auf. Also ich meine... Möglicherweise. Ein Amnesiekranker, bricht er da irgendwo ein, schlägt jemanden nieder? Ich weiß nicht. Sie weiß nicht. Also wie du irgendwie was hast, gib mir sofort Bescheid, ja, weil sie ist natürlich total emotional. Verständlicherweise. Ja. Danke dir erstmal. Kein Problem. Das hatte jetzt direkt schon was mit unserer Fahndung zu tun. Wirklich? Da fand ein Einbruch statt. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr Mann... Das kann ich mir beim besten Willen... Nein. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Nein. Aber gut, in der Schillstraße 5. Schillstraße 5? Das ist unsere alte Adresse. Da haben wir vorher gewohnt, bevor der Unfall passiert ist. Nur das Problem ist, dadurch, dass ich meinen Job aufgeben musste und er natürlich auch nicht mehr arbeiten kann, konnten wir uns das nicht mehr leisten. Und deshalb leben wir jetzt in einer anderen Wohnung. Aber er denkt, dass er dort immer noch wohnt. Und deshalb muss ich ihm jeden Morgen aufs Neue erklären, dass das nicht mehr sein Zuhause ist. Muss man aufpassen, überall Blutanhaftungen auf dem Boden. Ja. Das ist auch riesig hier, ey. Oh Mann, was ist denn? Ja, komm. Es gibt neue Erkenntnisse zu dem Herrn Pohlinger. Und zwar hat uns die Frau Pohlinger gerade erzählt, dass die ehemalige Meldeadresse der Pohlingers die Schillstraße 5 ist. Das heißt, euer Einsatzort. Durch seine Amnesie glaubt der Herr Pohlinger immer noch dort zu wohnen. Die Familie musste nach dem Unfall umziehen. Und das hat er bis heute nicht verstanden, diesen Umzug. Und glaubt immer noch, in der Schillstraße 5 zu wohnen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass er hier nur rumturnt. Das ist durchaus möglich. Ja, hast du mit? Hab ich mit. Ja, aber glaubst du, dass der Pohlinger ja eingebrochen ist? Warum nicht, wenn er eh nicht weiß, was er macht und wo er hingehört? Okay. Davon ist noch so eine, weiß nicht, Garage? Ja, lass mal gucken. Wir müssen ja nicht, dass der uns gleich irgendwo entgegengesprungen kommt. Kannst du da reingucken? Nee. Schlüssel steckt. Okay. Mach auf. Eins, zwei. Da liegt einer. Ja. Okay, holst du ihn? Du, der ist gefesselt. Ja. Der ist gefesselt. Was? Hallo. Hallo? Hallo? Die Polizei? Hallo? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Das Erste, was ich mache, ich nehme die Maske ab. Okay. Frag mal nach dem Namen. Wer sind Sie? Ich bin Lars Dort. Also nicht der Herr Pohlinger. Jetzt habe ich natürlich ein ganz komisches Gefühl, weil wir haben einen Einbrecher, das war offensichtlich. Der hat so eine Sturmhaube gehabt, der sah genauso aus, wie einer aussehen sollte, ein Einbrecher. Der hatte Beute dabei, nämlich den Inhalt wahrscheinlich von der Schmuckschatulle, aber den hat er immer noch gehabt. Und er war gefesselt. Aber der Herr Pohlinger, das muss jemand anderer sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Herr Pohlinger für diese ganze Geschichte ja verantwortlich? Und dann kommt das große Fragezeichen, warum? Herr Dort, ich will jetzt nichts mehr anderes hören, außer die Version, wie kommen Sie hier gefesselt in diesen Raum rein?
Ja, also ich wollte, wie gesagt, ich war hier eingebrochen in das Haus. Okay. Ich wollte was mitgehen lassen, also was klauen. Und ja, dann war auf einmal dieser Typ im Haus. Ich weiß auch gar nicht, wo der herkam und hat mich einfach gefesselt und einfach in diese Garage gezerrt. Was für ein Typ? Ich kann mir auch nicht erklären, warum. Können Sie den beschreiben? Der war groß, blonde Haare, kurze Haare. Ah. Mehr weiß ich aber auch nicht. Blond passt eigentlich zu unserem Bohlinger. So, wissen Sie was? Auch wenn das jetzt nicht meine Methode ist, wir müssen mal ein bisschen Wildwest hier spielen. Okay, einmal runter. Arme hoch dran lassen. Ich werde sie jetzt hier festmachen müssen, zwangsläufig, damit sie mir nicht abhauen, okay? Okay. Alles gut. Den Rest machen wir später. So, viel Spaß, bis gleich. Zeitgleich auf der Wache. Wichtige Info, der Einbrecher wurde gefunden, allerdings ist das nicht der Herr Bohlinger. Na ja, gut, Sie müssten mir dann vielleicht noch mal helfen. Würde Ihr Mann denn, wenn er sich jetzt da zu Hause fühlt und er denkt, es ist sein Zuhause, würde er sich denn von da aus noch mal auf den Weg irgendwo hin machen oder würde er sich da nicht eher irgendwo im Haus umschauen? Vielleicht auch Sie suchen irgendwo. Ich glaube, er sucht mich und irrt im Haus oder auf dem Grundstück herum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er woanders hingeht, auf gar keinen Fall. Okay. Wo könnte der sein? Vielleicht hat er ja einen Lieblingsplatz oder er setzt sich gern auf die Couch oder unten im Keller oder irgendwo. Das Einzige, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, dass wir, er hat einen Lieblingsplatz, das ist hinten im Garten. Okay. Da ist so eine Grillstation, wo der Pool ist. Das war so sein Lieblingsplatz und das ist jetzt so das Einzige. Wenn er im Haus nicht ist, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da ist. Ja, das ist ein guter Hinweis, das gebe ich mal weiter an die Kollegen. Gib das mal sofort weiter. Ja, so mit Arnold. Haben wir auch entdeckt. Wir gehen mal darauf zu. Du, Marc, da steht einer drin. Okay. Da steht einer drin. Da könnte der sein. Aber da liegt noch ein Hammer, nicht, dass er den gleich noch nimmt. Ja, ich hab die Waffe hier dabei, ne? Ja. Hol mal raus. Hier soll was rauskommen. Hallo, Herr Bohlinger. Wo ist meine Frau? Kommen Sie mal zu uns. Herr Bohlinger, kommen Sie zu uns. Uns als Polizei erkennen Sie? Ja? Ja. Gut. Aber haben Sie meine Frau gesehen? Ja, wir wissen, wo Ihre Frau ist. Kommen Sie mal. Gehen Sie mal zu den Kollegen. Kommen Sie mal runter. Kommen Sie zu mir. Pass auf. Ich tue jetzt meine Frau. Hier, gucken Sie mich an. Gucken Sie mal. Ich tue jetzt meine Waffe ganz langsam zurück. Ich möchte Ihre Hände sehen. Okay, Ihre Hände sehen. Und ich werde Sie jetzt gerade mal kurz ein bisschen abtasten. Ihre Frau, der geht's gut. Aber würden Sie uns mal erklären, was Sie hier machen? Was machen Sie hier? Ich wohne hier. Herr Bohlinger. Wo ist meine Frau? Sie wohnt auch hier. Leider nicht mehr. Sie wohnen nicht mehr hier, Herr Bohlinger. Ich taste Sie ganz kurz. Ihre Frau ist bei uns auf der Polizeiwache und macht sich Sorgen um Sie. Warum? Weil Sie nicht mehr hier wohnen. Sie wohnen mittlerweile mit Ihrer Frau woanders. Nein. Das stimmt nicht. Herr Bohlinger, Sie wohnen nicht mehr hier. Sie haben hier mal gewohnt. Nachdem wir ihn dann angesprochen haben, habe ich dann noch langsam mit ihm gesprochen, meine Waffe wieder geholstert und ihm zu verstehen gegeben, dass ich ihm nichts Böses möchte, sondern dass ich ihm helfen möchte. Er hat sich aber immer weiter aufgeregt. Er hat immer gesagt, meine Frau, der ist was zugestoßen. Wo ist meine Frau? Wo ist meine Frau? Und dann hatte der Kollege Peter eine grandiose Idee. Frau Bohlinger, wir haben hier Ihren Mann vor Ort. Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Könnten Sie ihm wohl versichern, dass es Ihnen gut geht und Sie auf der Wache sind? Es wäre sehr schön. Ja, ganz genau. Schauen Sie mal bitte. Julia. Schatz, ich bin's. Alles gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Mach bitte genau das, was die Polizisten dir sagen. Bleib bitte bei den Polizisten und ich bin gleich bei dir, okay? Wirklich, mach dir keine Sorgen. Es ist alles gut. Okay. Okay, Herr Bohlinger. Ja, bis gleich. Alles gut? Hallo? Ich danke Ihnen. Sie wohnen hier nicht mehr. Sie sind ganz woanders jetzt. Sie wohnen ganz woanders. Sie haben früher hier mal gewohnt. Ich wohne hier. Aber wissen Sie, was Sie gemacht haben? Weil der dort hinten, der schlimme Finger, der ist nämlich hier tatsächlich eingebrochen und wollte den Leuten, die jetzt hier wohnen, den Schmuck nämlich stehlen. Und das haben Sie verhindert auch noch. Aber ich wohne hier nicht mehr? Nein. Dank einer Therapie hat der 38-Jährige seine Amnesie glücklicherweise überwunden. Der Einbrecher muss sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten.